Servus meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich wirklich sehr. Und ihr seht schon, dass ich am Güterbahnhof ein bisschen was verändert habe. Von den Anschlüssen her habe ich so beibehalten. Ich habe praktisch hier diese Schiene noch weitergezogen, damit die mal fertig ist. Und habe einfach so ein bisschen Kies aufgeschüttet, damit es halt von der Optik her oder vom farblichen Aspekt her so ein bisschen anders aussieht, damit man nicht diesen braunen Untergrund hat, sondern jetzt einfach diesen weißen. Dann kann ich hier nämlich noch ein bisschen mit Häusern dekorieren, mal gucken, was man da noch so reinstellen kann, was vielleicht keinen Straßenanschluss braucht. Und so wirken die Abzweigungen hier von den Schienen auch irgendwie ein bisschen hübscher. Hier muss man sagen, da ist noch ein bisschen grenzwertig an der Stelle. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren, da hat es nicht so ganz funktioniert. Ich habe alles kaputt gemacht. Es ist nicht einfach, ja, ich sag's euch, wie es ist. So. Dass man einfach hier, sag ich mal, so von der Farbe den gleichen Untergrund hat. Na, dann sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Aber ich wüsste halt trotzdem nicht, wie ich es anders machen sollte. Aber selbst bei den normalen Anschlüssen ist es halt, sieht es halt so aus. Ja, wie gesagt, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich habe gedacht, ich schütte das mal ein bisschen auf. Da muss man hier oder könnte man hier nochmal so ein bisschen, ja, wie gesagt, ein paar Häuser hinstellen. Ich weiß noch nicht ganz. Ich muss da mal ein bisschen durch den Workshop gucken, weil ich möchte ja auf jeden Fall auch hier dann Güterzüge hinstellen, die dann halt stehen, weil hier stellt sich ja keiner hin. Ne? Die fahren ja wenn dann nur hier durch. Und deswegen, ja, muss ich da mal ein bisschen durchgucken, was man da alles so Schönes dann sich noch abonnieren könnte. Und hier haben wir Probleme tatsächlich. Wir haben nicht genügend Arbeiter. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal wieder um neue Arbeiter kümmern. Ich weiß nicht, ob wir viele verloren haben durch das Müllproblem. Und bevor wir den Güterbahnhof dann auch eröffnen, möchte ich halt erstmal so ein bisschen die Ölindustrie haben. Wir brauchen halt erstmal Geld, ja. Wir gehen jetzt 1000 ins Plus, nicht ganz so viel. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen schauen, dass wir vielleicht hier drüben noch ein bisschen weiter basteln. An dieser Stelle. Können wir hier eigentlich hier eine Kreuzung draus machen? Na. Gucken wir mal, ja. Gucken wir mal. Ja, mit den Gleisen, da habe ich immer schon Probleme gehabt. Sind wir so ehrlich? Das war schon immer so eine Sache, wo ich mich immer schwer getan habe. Das ist absolut nicht das, was ich wollte. Da habe ich mich eh schon schwer getan, das ist einfach so. Ja, gerade weil man halt nicht so die Möglichkeiten hat. Wie gesagt, so ein Anschluss wie hier. Krass, wie langsam die hier drauf waren. Ach du große. Ja gut, lass mal das mal. Auch langsam kommt man ans Ziel, ne? Das ist ja kein Problem. Mache ich jetzt mal keinen Anschluss. Einfach mal wieder so ein bisschen von der Form her. Natürlich, wir bauen hier im Schachbrettmuster fast schon. Wir bauen alles gerade. Aber trotzdem hat man hier noch ein bisschen Unterteilung, dass es ein bisschen davon abweicht. Amerikanischer Stil halt, ne? Amerikanischer Stil. Müssen wir mal schauen. Irgendwo passt doch bestimmt hier perfekt irgendwas rein. Ein bisschen zu groß. Ach, verdammt. Es gab keinen Platz, wo es ist. Oh, schade. Ach, Mann. Ich mag diesen großen Park halt sehr, sehr gerne auch. Ich mag den großen Park halt wirklich sehr, sehr gerne. So. Machen wir das hier mal anders. Bin irgendwie glücklich, dass wir wieder hier den ein oder anderen Zebrastreifen haben. Gerade bei so Sachen, bei so größeren Kreuzungen ist es halt trotzdem logisch. Und das war immer ein bisschen schwierig. Ich bin da froh, dass dadurch jetzt hier durch den Vorschlag hier so ein bisschen aufmerksam gemacht worden bin, dass es da doch noch eine Mod gibt, die das, oder sag ich mal, ich nenne es einfach mal Plugin, weil das ist einfach nur, sag ich mal, eine Erweiterung zum Traffic Manager, so eine kleine, und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber ja, dass es da halt was gibt dafür, das finde ich super, super gut. Kann man das selber so ein bisschen entscheiden, ja, nein, vielleicht, wir möchten da was, wir möchten da nichts. Na,
ist schon in Ordnung dann. So langsam könnten wir hier aber auch dann mit größeren Gebäuden anfangen. Ne? Das heißt, wir könnten hier vielleicht mal andenken, dass wir hier ein bisschen was Größeres machen, weil wir kommen jetzt langsam schon in die Richtung von dem hier. Man könnte nämlich versuchen, dass man hier vielleicht mal so einen kleinen Park drumherum aufbaut. Also selbst gebaut. Dass man... Wir gucken mal, sowas hier hat. Damit die halt hier einfach gemütlich dann auch rumlaufen können. Dann schauen wir mal. Ich bin am überlegen gerade. Ich habe nämlich mit den Steinen eine Idee. Kann ich so große Steine nehmen. Aber sowas zum Beispiel. Könnte man zum Beispiel hier so mitten rein machen. Ein bisschen höher. Ja, sieht schon besser aus. Dann ist hier halt die grüne Lunge. Was, mir gefällt dieser Name halt richtig gut. Die grüne Lunge. So, hier bauen wir ja eh nichts entlang. Das heißt, wir könnten sowas machen. Da können die direkt von hier aus hier rüberlaufen. Wir haben hier die kleinen Steinchen. Machen wir jetzt natürlich nicht an jeden Eingang. Na, werdet ihr nicht kleiner? Ach, verdammt. Die ersten Leute laufen hier sogar schon durch. Ist natürlich noch alles kostenlos für euch. Nur das Beste für euch, meine lieben Freunde. Nur das Beste. Genau, dann haben wir das hier soweit. Von den Wegen hier mal. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier noch hinmachen. Dürfen wir eigentlich nicht fehlen, ne? Wenn dann noch mal sowas hier rein. Das ist eher was fürs Wasser halt trotzdem, ne? Naja, das lassen wir mal weg. So. Können wir hier mal schauen, dass man... Wir wollen ja hier eher mit Palmen arbeiten, gehe ich wirklich von aus. Hier wirklich eher so ein bisschen das Exotische hat in dieser Stadt. Deswegen ja auch der Name. Können wir hier mal so ein bisschen das bisschen verschönern. So haben wir da zwei Palmen, glaube ich. Ich baue da öfters mal zwei. Hört sich auf jeden Fall sehr danach an.
Das ist nicht so schlimm. So, wir haben ja hier noch ein paar Palmen. Ich habe mir damals welche für ein anderes Projekt. Habe ich mir welche rausgesucht. Was jetzt in dem Fall ganz gut war. Müssen wir mal gucken, was hier für eine Baumart vielleicht noch dazu passt, dass man hier auch andere hat. Ja, wirkt doch eigentlich ganz hübsch, muss ich zugeben. So, dann haben wir noch ein bisschen den Park um die grüne Lunge halt herum. Und dann geht's halt hier irgendwann mit den größeren Gebäuden weiter. Was haben wir hier gemacht? Was ist das hier so? Was ist überall so? Sieht so verdorrt hier unten aus, so nicht wirklich grün. Ach, lassen wir das. Ja, dann haben wir hier so einen kleinen Park. Da können die dann durchlaufen. Vielleicht freuen sie sich. Ist doch auch eine schöne Sache. Wir haben mittlerweile bei Industrie wieder eine große Nachfrage. Das heißt, wir könnten hierüber mal wieder switchen und könnten... Ich glaube, Öl mache ich noch nicht. Öl mache ich dann, wenn ich hier die Teile habe, um das nochmal ein bisschen auszubauen. Genau, das heißt, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen mit der normalen Industrie... Ja, richtig aufpassen, ne? Ganz gefährlich. Da müssen wir echt ein Auge aktuell drauf haben. Wir können ja hier nochmal ein bisschen Industrie hochbauen. Ja, stark, das war auf jeden Fall die Straße, die ich machen wollte im Industriegebiet mit einem Grünstreifen. Da gibt's nicht. So, dann machen wir das hier erstmal noch ein bisschen im Schachbrett. Na, das ist gar kein Problem. Sieht top aus. Dann bessern wir irgendwann dann nochmal komplett durch nach, dass wir die Ampeln da entfernen und dass man halt Stoppschilder hin macht. Ja, sieht doch ganz nett aus. Dann haben wir hier die Oase ein bisschen geschützt. Dann können wir hier nämlich vielleicht nochmal ein bisschen mit anderen Sachen arbeiten, um das ein bisschen dichter zu machen. Da bleibt die Oase uns erhalten und wird nicht direkt dran gebaut. Also jetzt hier auf jeden Fall nicht. Ich brauche hier eh kein so gigantisches Industriegebiet. Das ist ja eh das, was ich nie haben wollte. Ich wollte hier nie ein gigantisches Industriegebiet haben. Entwickelt sich aber halt natürlich trotzdem nach und nach und wird größer und größer, ne? Da können wir jetzt halt auch nicht so ganz viel dran ändern, leider. So, dann bauen wir hier ein bisschen weiter und dann kommen ja die ersten großen Gebäude schon in unsere Stadt. Uhuhuhuhu. Gucken, ob wir die heute noch hinkriegen. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch mal ein bisschen rumbasteln. Ja, guck mal, so müsste doch eigentlich das Ganze ganz cool wirken. So, wir gehen 5000 ins Plus. Die Fischindustrie ist ja der Wahnsinn, ne? Also wirklich. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen auch schon Verkehrsprobleme. Jetzt wäre es vielleicht mal an der Zeit. Hier drüben werde ich ja auch nochmal ein bisschen das vergrößern. Aber hier brauchen wir auch was. Wir sehen gerade, dass natürlich hier wieder viele Leichen irgendwie rumliegen. Hört sich jetzt sehr komisch an. Ist aber so. Da müssen wir jetzt mal schauen. Weil ich hätte gerne vielleicht... Das wäre halt ein schöner Ort hier eigentlich gegenüber, muss ich wirklich zugeben. Würde ich gerne ein bisschen was Größeres in die Richtung bauen. Ja, mal gucken, ob wir das einigermaßen gut hinbekommen. Ich muss jetzt erstmal die ganzen Tools finden, die wir, glaube ich, hier versteckt haben. Das habe ich letztes Mal hier gesehen. Genau, wir haben jetzt hier, ich werde mal die ganzen Sachen bauen. Die kosten uns, ja, 6,40, easy. Ich baue die jetzt alle mal dahin, damit wir die hier haben. So, da haben wir schon mal so einen Baukasten.
wie man das Ganze hier vielleicht machen könnte. Ups, und jetzt muss man halt mit Move-It hier das alles nochmal so ein bisschen nachbessern. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier den Park. Dann würde ich sagen, wir gehen bei dem Park hin. Nehmen wir hier mal. Ich weiß nicht, ob ich das nicht wegmache. Oh, das sind die. Wir müssen nämlich schauen, dass wir hier natürlich auch eine Straße drumherum bauen. Ja. Das passen wir jetzt hier ein bisschen an. Irgendwas war doch, wusste ich doch. So. Guck mal, das können wir jetzt miteinander verbinden. Dann haben wir hier einen kompletten Rundkurs. Genau, das ist ja erstmal egal, wie das dann. Ja, also bis jetzt schließen wir das ja noch nicht an. Guck mal. Genau, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen. Könnt ihr mal alle einfach weg? Danke. So. Gehen wir nämlich hier hin. Und bauen. Wie gesagt, ich mache das alles jetzt hier einfach frei raus. Gottes Willen, warum ist denn das so tief? Hupsala. Mal ganz kurz. So rum snap das. Muss ich halt auch von der Höhe noch ein bisschen anpassen dann. Das ist die Sache. Vielleicht macht man das hier so ein bisschen über das Eck. Dann hat man hier den Weg zur Kirche. Das ist alles hier ein bisschen. Oh Gottes Willen. Wir haben hier echt so ein bisschen Probleme mit den Höhen. Ne, ja, das Tool. So. Aber nur so ein kleines Problem. Ich hoffe, das sprengt den Rahmen jetzt nicht von der Folge. Ich gehe trotzdem schwer davon aus. Das drücken wir jetzt einfach mal weg, danke. Das gefällt mir gar nicht, das Eck. Das machen wir weg. So, dann haben wir nämlich hier nämlich eine schön große Fläche, wo man einiges halt machen kann. So was zum Beispiel. So. Nein. Verdammt. Verleiht kleine Straße. Geht halt noch ein Zaun drumrum, ne? Dann machen wir auf jeden Fall noch mal einen Zaun drumrum. Das ist ganz klar.
einfach unterschiedlich, oder? Weiß es halt nicht. Dann können wir hier irgendwo reinmachen. So, was haben wir hier? Wir machen den hier rein. So ganz. So, warte mal. Bisschen anpassen hier. So. Dann könnte man hier noch mal ein bisschen weiter gehen. So. So. Gucke mal. Dann gucken wir mal, ob man das irgendwie noch so ein bisschen ausgefüllt bekommt. Wir haben 2x2. Was kann man machen? Ist natürlich für die jetzige Einwohnerzahl vielleicht ein bisschen groß, aber hey, was soll's, ne? Das passt schon. Dann machen wir hier. Hier noch einen Weg hin, das muss man auch wieder ein bisschen anpassen. Snappt halt ein bisschen anders. So. Genau, dann, dann schauen wir mal, dass wir hier direkt noch einen Zaun drum machen. Freizeitparkzaun. Sieht aber trotzdem nicht schlecht aus. Wir machen mal die Snaps hier weg. Na, ein Stück weiter müssen wir noch hoch. Noch ein Stück weiter. Gehen einfach mal hier entlang. So. Fröschle habe ich im Hals. Fröschle. Keine Ahnung warum schon wieder. So, das haben wir auch. Ja, hier ist es.
Das ist so ein bisschen der öffentlichere Bereich. Weiß nicht, ob ich den halt auch noch einzäunen soll. Eigentlich sollte man den, oder muss man den, glaube ich, auch einzäunen. Farbschänderei gibt es hier nämlich nicht auf unserem Gelände. So. So. Es ist nämlich auch noch eingekreist. Wir haben jetzt hier halt natürlich kein Tor. Und jetzt müssen wir hier nochmal schauen. Mal hier das alles vielleicht nochmal ein bisschen schön gestaltet. Oh, da müssen wir mal gucken. Wir haben hier Blümchen, Blümchen, Blümchen. So. Hier einfach so das ein bisschen aufhübscht. Wir machen erstmal den schönen Teil hier. Einfach, dass man hier so ein bisschen einfach einen tollen Bereich hinbekommt. Jetzt muss man halt nur den Rand ein bisschen gucken. Ich glaube, hier können wir das ja nicht machen. Aber hier hinten haben wir ein bisschen Platz. Genau, wir haben ja gesagt, wir bearbeiten mit den Bäumen. Sieht doch ganz nett aus. Hier kann man damit eh ein bisschen mehr ausfüllen. Das ist ja klein. Ist das nicht der gleiche? Sieht irgendwie ähnlich aus. Genau, kann man hier wieder ein bisschen auch mit Büschen arbeiten. So, machen wir hier auch nochmal einfach ein bisschen auf die Friedhöfe ein paar Büsche. Weil, ja, wieso soll hier alles kahl sein? Muss ja schön sein. Vielleicht stellen wir hier noch den einen oder anderen Baum rein. Müssen wir mal gucken. Machen erstmal die Büsche fertig. So viel große freie Flächen gibt es ja hier nicht. Ich glaube, das wirkt doch im Allgemeinen ganz schön, oder? Wir haben jetzt halt drumherum noch nicht viel, aber wir haben jetzt hier erstmal den Friedhof. Dann haben wir hier, können wir das nämlich eröffnen. Das geht jetzt natürlich ein bisschen ins Geld, aber normalerweise sollten wir jetzt dadurch halt so ein bisschen die Möglichkeit haben, dass die alle abgeholt werden. Ist vielleicht doch ein bisschen groß geworden. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Aber wenn wir jetzt eh mit hohen Gebäuden hier arbeiten, sollte das eigentlich funktionieren.
Oh, warte mal, wo mache ich den denn hin? Ja, hoppala. Na, das ist doch cool. Das ist doch sehr, sehr cool. Ja, doch. Gegenüber von dem Park sieht es doch ganz nett aus. Gerade wenn hier überall halt noch Häuser stehen, die jetzt gerade steht, hier drumherum nichts. Man hat jetzt nicht nichts als Vergleichswert. Aber, vielleicht eine Eck zu groß. Aber hey, nein, wir kennen in City Skylines alle die Sterbewellen. Und in diesen Sterbewellen ist es so, dass natürlich immer ganz viele Leute sterben. Ja, das kennt jeder, der City Skylines spielt und bei einer gewissen Einwohnerzahl angekommen ist. Deswegen ist es gar nicht so unlogisch, ja. Wir denken halt voraus. Nee, aber ich finde es schön. Wir haben jetzt so einen größeren Friedhof. Und ja, da müssen wir halt jetzt drumherum noch ein bisschen ausschmücken und gucken, wie wir das alles machen. Aber fürs Erste soll es das gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüssi.